Hallo zusammen, ich möchte euch in diesem Video einen Überblick verschaffen zu der Kunststoffkennzeichnung. Diese umfasst 10 Positionen, das heißt 10 Merkmale werden innerhalb dieser Kennzeichnung beschrieben. Ich habe es hier mal angezeichnet. Wir haben hier immer eine Zahlen-Buchstaben-Kombination. Betrachten tun wir hier Polyethylen, Polypropylen und Polycarbonat. An der ersten Stelle steht die Kunststoffart, also da steht dann entweder PP, PE oder PC, entsprechend das Kürzel. An der zweiten Stelle gibt es dann entsprechende Zusatzbezeichnungen für Polypropylen. Das heißt, da steht dann zum Beispiel ein H, das steht dann für Hochpolymerisate von PP oder ein anderer Buchstabe für eine andere Kennzeichnung. An der dritten Stelle steht die Form der Anwendung. Da steht dann zum Beispiel ein F, das heißt dann extrudieren. An der vierten Stelle steht dann ein Additiv. Welche Additive gehen da ein? Da steht dann da ein D, dann ist es ein Pulver. Wenn da ein F steht, dann ist es ein Brandschutzmittel, also hinzugefügt. Dann unter fünftens haben wir die Stoffeigenschaften. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil je nachdem, welchen Kunststoff ich hier vorliegen habe, wird hier entsprechend die Dichte angegeben, wenn es Polyethylen ist. Die Viskoelastizität, wenn es Polycarbonat ist und die Isolaxie, wenn es Polypropylen ist. Das habe ich hier mal ein bisschen weiter aufgeschlüsselt. Und zwar PE ist dann die Angabe der Dichte, wenn da jetzt beispielsweise 15 steht. Dann bedeutet das, das kann ich immer mal in Tabellenwerken nachgucken, im Kurs findest du auch eine große Übersicht dazu, wenn da eine 15 steht, dann heißt das bis 0,91 Gramm pro Kubikzentimeter. Wenn es sich um Polycarbonat handelt, dann ist da die Angabe der Viskoelastizität. Steht da ein 61 zum Beispiel, dann heißt das, dass der Bereich größer 58 bis 66 Gramm pro Kubikzentimeter entspricht. Wenn es sich um Polypropylen handelt, an Stelle Nummer 5, dann ist es die Isotaxie, die wird dann angegeben, beispielsweise mit 85, heißt dann gleich, der Bereich ist größer 80 bis 90%. So, dann an der sechsten Stelle steht der Schmelzindex und die Prüfbedingungen für den Schmelzindex. Wenn es sich um Polypropylen oder Polyethylen handelt, sind da an dieser Position die Prüfbedingungen aufgeführt. Diese Prüfbedingungen können zum Beispiel angegeben sein mit einem D, das sind noch andere Buchstaben, D ist dann gleich 190 Grad Celsius pro 5 Kilogramm. Das sind die Prüfbedingungen, die unterscheiden sich. Wenn es sich um Polycarbonat handelt, steht an dieser Stelle der Schmelzindex, der ist dann zum Beispiel eingegeben mit 0,3, das heißt dann 3 Gramm pro 10 Minuten. So viel bis zum Punkt 6, denn jetzt an der siebten Stelle kommt auch wieder der Schmelzindex, aber diesmal bezieht sich der Schmelzindex nicht auf das Polycarbonat, sondern auf das Polyethylen oder das Polypropylen. Das wird dann hier auch angegeben, PPPE, mit dem Schmelzindex, nicht mehr mit 0,3 oder 0,2, sondern hier dann entsprechend mit 0,01. Bezieht sich auch wieder auf Gramm pro 10 Minuten. Für 0,01 entspricht das 10 bis 20 Gramm. Dann haben wir noch die Angabe der Kerbschlagzähigkeit und der Schlagzähigkeit, angegeben hier für Polycarbonat. Ich habe es hier abgekürzt, KSZ, also Kerbschlagzähigkeit, entspricht hier zum Beispiel A1. Das ist dann gleich ein A mit einem tiefer gestellten N. Für die Kerbschlagzähigkeit ist dann 10 bis 30 Kilojoule pro Quadratmeter. Wenn es sich um die Schlagzähigkeit handelt, dann habe ich hier SZ, ist dann auch B1, gleiches Kürzel, A tiefer gestelltes N, aber hier dann 8 bis 16 Kilojoule pro Quadratmeter. Dann haben wir noch drei Positionen, und zwar 8, 9, 10. 8 und 9 beziehen sich wieder auf Polyethylen und Polypropylen. Hier wird dann die Art für Füll- und Verstärkungsstoffe angegeben. Zum Beispiel B steht für Bor oder M steht für Metall. Da geht es dann um die Art. Man kann aber auch die Form beschreiben. Die würde dann hier an 9. Stelle stehen. Da würde da ein D stehen. Dann sind es Kugeln. Steht da ein G, ist es Malgut. Auch hier gibt es wieder viele Unterscheidungsmöglichkeiten. Und an der letzten Stelle, an der 10. Stelle, taucht wieder
das Polycarbonat auf mit einem Masseanteil, der angegeben wird. Steht jetzt zum Beispiel eine 10, dann weiß ich, das sind 7,5 bis 12,5 Kubikzentimeter pro Kilogramm. So viel an dieser Stelle kurz und knapp zur Bezeichnung von Kunststoffen hinsichtlich ihrer Kennzeichnung und ihren Merkmalen. Unterschieden je nach Kunststoffart. Wir haben heute Polyethylen, Polypropylen und Polycarbonat betrachtet. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Positionen findest du im Kurstext. So viel von meiner Seite und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Mach's gut!